Boah, unsere Navi-Anzeige da unten ist aber anders wild, ne? Also, so viel hatten wir noch nie da unten drauf. Heieiei. Gut. Ja, ich habe zwischen den Folgen, ich hatte mir eigentlich überlegt, zwischen den Folgen kurz ein Nickerchen zu machen, weil das Wetter so bescheiden ist. Hier so um die Ecke, hier waren ja so ein paar Schlafsäcke. Und da ist mir... Wo ist denn da Pinöppel jetzt? Da ist mir was aufgefallen. Ich habe Loot übersehen. Das geht ja gar nicht. Das ist mir ja noch nie passiert. Ja, den wollte ich eben noch einsammeln. Wir werden kein Nickerchen machen, auch wenn das Wetter so kacke ist. Wir wollten ja zu Voltec rein, deswegen ist das gar nicht so schlimm, dass das Wetter hier draußen so kacke ist. Ja. Was ist das denn für ein Pinöppel? Ach, das ist der da. Ja gut, aber da können wir ja jetzt eh nichts machen. Verstehe. Na gut. So, Volt war hier irgendwie rum, ne? Hier so lang. Das Problem ist nur, da steht Exit. Das ist, wird der Ausgang sein. Voltec im Sternenhimmel. Wir gehen hier trotzdem mal rein. Weil ich jetzt keine Lust habe, nach dem Eingang zu suchen. Findest Starkerne im Voltec. Ah, hier gibt es auch was. Und ich kann mal das Licht ausmachen. Voltec Among the Stars. Ah, da ist eine Vault nachgebaut. Cool. Aber für mich war dieser ganze Vault Mist totaler Quatsch. Steck mich ohne Kontrolle über irgendwas unter die Erde. Was kann da schon passieren? Tja, was kann da schon passieren? Ja, es ist... Mehr Informationen erhalten Sie bei einem Verkaufsmitarbeiter, wo Sie sich auch für das Vault-Programm registrieren können. Vielen Dank und viel Spaß noch hier in Nuka World. Okay, es ist der Ausgang. Das ist Kaki. Moment, da steht Enter. Vielleicht kommen wir da zum Eingang. Hier ist auch ein Terminal. Ich möchte aber halt nicht hiermit anfangen. Oh, hier sind aber... Okay, das muss ich aber eben machen. Ich möchte nicht am Ende anfangen. Das ist, glaube ich, blöd, oder? Was meint ihr? Experteschloss. Hallo? Experteschloss? Mhm. Ja, das funktioniert gerade nicht. Was ist da los? Wo ist das denn hier? Da. Hätte ich es gar nicht bewegen müssen wieder? Okay, doch. So? Ja. Geschafft. Sehr schön. Ja, nein, ja, ja, ja. Magst du Antiquitäten, Boss? Ja, ich mag Antiquitäten. Employees only. Hm. Was ist hier drinnen zu finden? Okay. Noch ein Experteschloss. Da. Hör, schon wieder an derselben Stelle? What? Nicht ganz. Doch. Hä? Das ist doch genauso wie eben. Genauso. Cool. Oh, okay. Hier sollten wir wahrscheinlich auch noch nicht rein, oder? Alter, was? Defensivprotokoll. Nein! Wow, 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 wow. Autschen! Alter, was? Wo kommst du denn her? Boah! Novatron Initiator. Nee, ich wollte nachladen. Hui. Na gut. Das hat ja... linke Hand Weltraum Automatiklaser. Oh, eine neue Mod für meine Roboters. Sehr schön. Ja, wir nehmen alles mit. Okay, da ist auch noch ein Terminal. Wir gehen hier noch nicht rein. Ich fahre mit dem Aufzug nach oben. Ich möchte das in der richtigen Reihenfolge tun. Nach unten. Ich glaube, das ist besser, aber ganz kurz, bevor es weitergeht. Sekunde. Red Away und Quantum. Ja. Kann man machen, oder? Untere Ebene. Untere Ebene. Aufzugkontrolle. Wenn da Enter steht. Unten. Was? Hä? Wenn da Enter steht, kommen obere wir hier bestimmt zum Anfang, oder? Sieht so aus. Enter. Ja, hervorragend. Okay, sonst wären wir hier oben reingekommen.
Ist doch okay so. War doch jetzt nicht so schlimm. Haben wir einen Aggressotron eben noch gekillt. Was haben wir hier noch so? Tabs. Und ein Cherry. Aber kein Terminal, den man jetzt gerade lesen kann. Ist hier was Bestimmtes drin? No. Hier auch nicht. Oh, da liegt ein Schlüssel. Voltec-Angestellten-Schlüssel. Der könnte hilfreich sein. Okidoki. Dann lass uns mal hier rein und uns ein bisschen was angucken. Ich hab Bock. Reisen Sie mit uns in die Zukunft, in der die Menschheit zu den Sternen aufgebrochen ist, um neue Abenteuer zu erleben. Oh, ist das cool. Aber Moment, muss ich hier drauf drücken? Reisen Sie mit uns in die Zukunft, in der die Menschheit zu den Sternen aufgebrochen ist, um neue Abenteuer zu erleben. Damit wiederhole ich das nur. Alles klar. Oh! Moment, ich nehme mal die. Das könnten Gegner sein. Ich vermute. Arcturus Prime. Auf der von der Sonne verbrannten Oberfläche dieser abgelegenen, trostlosen Welt ist kein Leben möglich. Jetzt konnte ich das nicht komplett hören. Nochmal. Arcturus Prime, eine Grenzkolonie im Jahr 2291. Auf der von der Sonne verbrannten Oberfläche dieser abgelegenen, trostlosen Welt ist kein Leben möglich. Okay. Alles klar. Ja, Kacke, die sind... Ach, das ist eine Tür. Die sind natürlich jetzt alle böse hier. Das ist ein bisschen uncool. Komme ich an den ran? Gleisbolzen. Oh, der hätte Aua getan. Der hätte richtig Aua getan. Wo geht's denn hier hin? Ein Speer. Voltec angestellten Schlüssel. Boah, die... Was war das denn? Industrielles Lösungsmittel. Hier ist noch so ein Starkern. Yay! Eins von sechs. Okay, das hatte ich eben nicht komplett gesehen. Man kriegt also sechs hier bei Voltec. Ich hasse diese Puppen. Na gut, da müssen wir uns hier ordentlich umsehen, dass wir keinen verpassen. Und auf sowas hier achten. Wenn das hier offen ist, reingehen und so. Gut. Doch das Leben ist möglich. Unter der Erde. Auf jeden Fall besser. Willkommen als in der Voltec-Kolonie Arcturus. Willkommen zu Hause. Gage. Mann. Doch das Leben ist möglich. Unter der Erde. Willkommen in der Voltec-Kolonie Arcturus. Willkommen zu Hause. Okay. Ich wollte es nur nochmal wiederholen. Du bist 100 pro böse. Wir haben Gesellschaft. Oh. Ich wollte die gerade wegpacken. Verdammt. Das ist noch nicht verbringend. Ich treffe das nicht. So? Nee. Shit. Nerd. Huch. Ein paar mehr. Das ist aber doof. Ich versuch's mal trotzdem nochmal so. Sehr gut. Alter, was? Komm, Atem anhalten. Es gibt wohl einen. So, geht doch. Da ist der nächste Knopf. Wir gehen aber hin, dass... Dank Voltecs modularer Bauweise können innerhalb von Wochen neue Kolonien auf fast jeder Welt errichtet werden. Ja, das geht automatisch an, wollte ich sagen. Was ist das da? Ach, so ein Bot wieder, ne? Ach, guck mal, da ist noch Licht. Was ist hier los? Was ist das? Hier ist irgendein Gas. Seht ihr das? Ach, das sind die Dinger, wo wir durchgehen. Okay, die sind normalerweise, machen die Radioaktivität nur einfach weg, aber die scheinen hier irgendwas Schlechtes zu machen. Hier sind noch ein paar Leuchtis. Ein paar Grafikglitche. Richtig. So sieht's aus. Da geht's also weiter. Da unten steht auch noch einer. Möchte mich aber erst hier noch umsehen. Automatron, Animatronik. Oh,
Raumanzug nehmen. Ja gut, okay. Habe ich einen Raumanzug. Ist ja nicht so schlimm. Kann man auch mal gebrauchen. Sonst ist hier aber nichts, ne? Was, wo geht's hier noch hin? Nirgendwo hin. Alles klar. Weiter geht's. Das sind keine düsteren Bunker. Ihre Kolonie bietet wunderschöne Gemeinschaftsbereiche, in denen sie sich wie auf der Erde entspannen können. Na, entspannen wir uns doch mal ein bisschen. Ich hab ihn nicht gekillt? Was zur Hölle? Ja. Das was Nettes ein. Ja. Ich hab nicht gehört, was hier unten gesagt wurde gerade. Und das sind keine düsteren Bunker. Ihre Kolonie bietet wunderschöne Gemeinschaftsbereiche, in denen sie sich wie auf der Erde entspannen können. Okay. Die Bäumis. Kann ich da runter? Ja, ich könnte da runter springen, ne? Aber ich gehe mal den Weg weiter. Wenn ich es dann schaffe. Nee, da ist nichts. Ich gehe mal den Weg weiter. Komm, wir machen mal zu hier. Ist hier vielleicht irgendwas? Schiebetür. Okay. Ich muss alles absuchen. Ich muss die Starkerne hier finden. Ich möchte meine Ruhe beim... Ach, das ist Portergage. Oh, Alter. Level up! Da hinten ist auch noch einer. Der ist aber noch eingesperrt. Na gut, mal gucken, ob wir uns das in Ruhe anhören können hier. Wir gehen mal rein. Betreten Sie Ihre geräumige Privatsphäre, ausgestattet mit allen gewohnten Annehmlichkeiten. Okay, sehr gut. Ich höre da irgendwas. Eine Sprache. Warum ist das so am Flackern? Warum ist mir so komisch hier? Was ist hier los? Stimmt hier irgendwas nicht? Draußen ist was. Ja, mach doch platt. Ah, okay. Na gut. Das ging ja schnell. Sind nicht so stark. Oder du bist sehr stark, Potter Gage. Was ist das? Wieder ein Experte-Schloss. Komm, mach. Ja. Das wär's. Ja? Hä, warum kommt hier so eine Musik gerade? Dümm. Schau mal einer, guck. Das ist anscheinend ein wichtiger Ort. Voltec-Kontrollraumschlüssel. Sehr schön. Und da ist ein Holoband. Aber erstmal hier Strom. Hoffentlich habe ich damit jetzt nicht wieder irgendwas ausgeschaltet. Was ist da noch drin? Nichts mehr, okay. Hier war auf jeden Fall auch ein Starkern. Sehr schön. Wir nehmen wieder Tonnen Loot mit. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ach, apropos. Nee. Ja. Hier, ich weiß, wir wollen den Problemlöser hier mit Kommando und so hochleveln, also modden, aber ich habe ja versprochen, wir machen endlich mal was an der Stärke, ne? Damit wir wieder mehr tragen können. Also, piu! So, jetzt haben wir hier auch einen mehr. Starker Rücken. Du bist ja ein halber Packesel. Du erhältst plus 25 Tragekapazität. Sehr gut, das ist das Nächste, was wir machen. Eventuell. Oder wir kümmern uns um dieses hier mit dem, also um Kommando und so. Mal sehen. Gut, automatisch speichern, hervorragend. Hier ist ein Terminal. Wir wollen uns aber erst was anhören. Lesen ist doof. So, Wiedergabe. Projekt Konsumentenleitfaden. Na gut. Hier ist Louis Bateman mit dem Bericht für Woche 2 des Projekts Verbraucherberatung. Die zivilen Angestellten haben vermehrt extrem starke Kopfschmerzen, ähnlich wie in der ersten Studie. Zum Glück sind die damit verbundenen Depressionen noch nicht aufgetreten, sodass Selbstmorde vorerst kein Problem sein dürften. Die Erhöhung der Frequenz der unterschwelligen Botschaften hat auf viele Besucher weiterhin kaum einen oder keinen Effekt.
Dass die Auswirkungen auf die Parkangestellten sehr direkt auftraten, kann aber zumindest als Teilerfolg gewertet werden. Ich empfehle daher für das nächste Projekt, die Audiotouren einzuführen. Vielleicht bringen eine höhere Frequenz und eine direkte Beschallung von aufmerksamen Besuchern mehr Erfolg. Aha! Krass! Es wurden hier Experimente gemacht, deswegen ist uns auch so schwammig. Manchmal bringt's was, wenn die Schafe einen kommen sehen. Lass sie schwitzen, nervös werden, dann machen sie Fehler. Da hast du wohl recht. Krass! Die haben nicht nur in den Vaults Experimente gemacht, sondern die machen sogar in den Vault hier Imitaten Experimente. What the fuck? Projektleiter-Terminal. Schauen wir da mal rein. Was steht denn da so? Al Bateman. Batman hab ich gerade gelesen. Al Bateman, Projektleiter. Projektkundenführung nur für autorisiertes Personal. Experiment 001. Gehirnwellen unter. Brechung. Wurde das gerade mit uns gemacht? Verwendung von Strahlungsfiltern in der Ausstellung zum Erzeugen eines elektromagnetischen Felds, das zu Interfrequenzen in den Gehirnwellenmustern menschlicher Versuchspersonen führt. Erwartetes Ergebnis? Geringfügiger Verlust der motorischen Steuerung, vorübergehende Benommenheit und Vergesslichkeit. Bah! Das ist gerade mit uns passiert. Experiment 2? Unterschwellige Botschaftenverwendung von Audiomittern zur Erzeugung verschiedener Arten von mit einer bestimmten Frequenz überlagerten unterschwelligen Botschaften. Erwartetes Ergebnis. Annahme der Botschaften, die Personen zum unfreiwilligen Durchführen von Handlungen bringt. Kopfschmerzen, Depressionen oder andere durch die Freisetzung von Neurotransmittern hervorgerufene Beschwerden. Das hatten wir ja eben auch auf dem Band gehört, ne? Experiment 3. Hypnotisierende Pheromone, Verwendung von genetischer Modifikation an Pflanzen zur Freisetzung eines pheromonartigen, durch die Luft übertragenen Toxins, das in der Nähe der Emitter eingeatmet wird. Was? Erwartetes Ergebnis? Verlust des selbstständigen Denkens, geringfügige Abhängigkeit, Anfälligkeit für Suggestionen. Why? Boah, Experiment 4. Das ist ja richtig übel. Theta-Strahlung, Verwendung einer Reaktormodifikation zur Abgabe von Theta-Bandstrahlung in geringen Dosen mit kurzen Intervallen. Erwartetes Ergebnis? Lethargie, extreme Ermüdung, potenzielle Paranoia aufgrund von Schlafentzug. Experiment 5. Langzeittests. Durchführung der Experimente 1 bis 4 bei Hodgson, Gunner, Dallas, Bartleby und Langston zur Einschätzung von Langzeitwirkungen. Erwartetes Ergebnis je nach Experiment unterschiedlich. Siehe Experiment 1 bis 4. Heilige Scheiße. Das war voll gruselig. Betreten Sie Ihre geräumige Privatsuite. Ja, ja. Ausgestattet mit allen gewohnten Annehmlichkeiten. Guck mal, es passiert schon wieder. Da muss ich das nicht mit Strahlung selbst erledigen. Gehen ja. wir. Ja, ja. Boah, was? Ist dieses Gelaber, dieses unterschwellige Zeug? Krass. Unangenehm. Und dank modernster Technologie... Oh! Jetzt bist du tot! Ui! Ach, du hast da einen Molotow-Cocktail reingeworfen. Ja, machst du auch was? Wo kommst du denn her? Ist noch einer irgendwo versteckt? Ich hab das 100 Mal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders? Warum ist denn hier die Radioaktivität so heftig? What the fuck? Die dachten wohl, die hätten eine Chance. Moment, ich muss mal kurz hier raus. Warum ist das denn hier so eklig? Hallo? Ausgestattet so aber nicht. Annehmlichkeiten. Noch ein Starkern. Eine. Kann ich die nicht mitnehmen? Eine Box? Ich kann die nicht nehmen. Okay, ich muss hier eh raus. Ist ein bisschen heftig hier drin. Und dank
modernster Technologie von Vault. Ach, wir gehen, wir müssen außen rum. Vertrauen, dass ihre Kolonie jeder Herausforderung trotzen kann. Das ist wie bei IKEA, da darf man auch nicht zwischen die Gänge gehen, da muss man auch mal folgen. Hm, okay. Wir könnten ein Nickerchen machen. Gar nicht so bad. Wo geht's hier hin? Voltec, Angestelltenschlüssel. Ach, guck mal, wo wir sind. Ah, okay. Ich denke mal, von der anderen Seite kommen wir auch noch rein. Wir gehen aber da jetzt noch nicht weiter. Wir gehen erstmal den Weg. Ich möchte mir erstmal alles angucken. Okay, das ist dieses Gift, oder was? Erstmal. So. Und jetzt geht's weiter. Genießen Sie gehaltvolle und abwechslungsreiche Kost aus den hydroponischen Gärten der Kolonie. Riechen Sie die Frische. Riechen Sie die Frische. Erstmal einen schönen Zug Toxin. Bitte triff doch, Watz. Mann. Oh. Moment. Scheiße, hab sie verloren. Okay. War okay, ja, war okay. Gut, das ist hier also dieses Toxinzeug. Spannend. Oh, Porter Gage! Ach, deswegen hat er nach da geschossen. Ich hab mich gerade schon gewundert. Ist der doof oder so? Aber nee. Hier ist er rausgekommen. Butterbeerenpflanze. Ja, nehmen wir jetzt nicht mit. Die sind nicht besonders. Düngungsmittel. Hey. Was gibt's, Boss? Take this. Schnapp's dir. Du bist der Oberboss. Ich bin der Oberboss. Ganz genau. Hast du's? Hallo? Kannst du es bitte Warte nehmen? Da. Nein. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Komm schon. Du sollst ist das nehmen. Mal ein Plan. Nimm bitte das da. Hol das. Yep. Okay. Machst du es jetzt oder nicht? Ach, weil ich jetzt habe ich dich wieder unterbrochen, ne? Position halten. Nein, Mann! Also, und los. Genau hier. War nur Heb Spaß. Das auf. Los. Heb das auf jetzt! Geht doch, Herrgott! Mann! Okay, Boss. Genießen Sie gehaltvolle und abwechslungsreiche Kost aus den Hydrophonen. Kommt der jetzt mit oder habe ich den jetzt? Hey! Brauchst du was nee, von mir? Alles klar. Ja, okay. Ich dachte, ich habe den hingestellt. So, weiter geht's. Und dank modernster Technologie von Vault Tech können Sie darauf vertrauen, dass Ihre Kolonie jeder Herausforderung trotzen kann. Naja. Ach, hier ist die Radioaktivität. So krass, ne? Hm, die will ich noch mitnehmen. Mal sehen, wann ich überladen bin. Oh. Aber ich kann ja Porter Gage sonst auch hin schicken. Gut, hier waren wir. Alles klar. Weiter geht's. Ein spannendes neues Abenteuer erwartet Sie. Hunderte von Kolonien in der gesamten Galaxis und darüber hinaus. Ja? Oh, schon wieder. Das passiert irgendwie häufig. Ih, ist so unangenehm. Kann ich hier rein? Sehr gut. Ist hier irgendjemand drin? Hallo? Außer die Leiche hier? Nein, warum habe ich das denn genommen? Reflex. Cool. Gefällt mir hier drin. Ist hier irgendwo, Nein. Kein Starkern. Wir haben 100 pro schon eine übersehen, oder? Ich werde die sonst auch nochmal absuchen. Also ich werde es so machen, wenn ich irgendwo was übersehen habe oder so, dann, dann werde ich die halt auch außerhalb der Folgen sonst nochmal suchen, ne? Also, weiß nicht. Also ewig rumlaufen wollte ich jetzt auch nicht. So, ich... Das sieht nach Ende aus hier, ne? Erleben Sie eine Zukunft in den Sternen. Erleben Sie Vortech. Ja, Exit. Jetzt sind wir durch. Finde ich cool. Hat mir gut Mehr gefallen. Mehr Informationen erhalten Sie bei einem Verkaufsmitarbeiter, wo Sie sich auch für das Vault-Programm registrieren können. Vielen Dank und viel Spaß noch hier in Nuka World. Ja! So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Den hatten wir schon gekillt. Jetzt können wir aber da unten mal rein. Ich lese das erst. Komm. Ich lese das erst und dann gehen wir da rein. Tim?
Was? Er wollte gerade was sagen. Willkommen bei Termling Blub. Voltec Vertrieb, Schreibtisch 2, Verkaufshinweise. Sehr geehrter Voltec Verkaufsmitarbeiter, wenn Besucher die Ausstellung Voltec im Sternenhimmel verlassen, ist es Ihre Aufgabe, sie beiseite zu nehmen und aus ihnen potenzielle Bewerber zu machen. Selbst wenn jemand interessiert wirkt, sollten Sie nicht außer Acht lassen, dass ein Bewerber meist viele Fragen, aber nur sehr wenig Zeit hat. Wie können Sie sicherstellen, dass Sie darauf vorbereitet sind, ihn schnell und präzise durch den Verkaufsvorgang zu führen? Ganz einfach. Denken Sie an die drei Ungs. Keine Ahnung, was das wieder heißen soll. Naja, Vorstellung, Einführung und Integrierung. Hinweis: Sollten Bewerber krank wirken oder sich seltsam verhalten, melden Sie dies bitte umgehend Ihrem Vorgesetzten. Ja, genau. Melden Sie das, wenn die irgendwelche Auswirkungen von diesen ganzen Tests hier drin haben. Schritt 1, Vorstellung. Grüßen Sie Bewerber zuallererst mit einem herzlichen Handschlag und einem warmen Lächeln. Erzählen Sie vielleicht noch einen kleinen, nicht anzüglichen Witz, um für etwas Aufheiterung zu sorgen. Oder machen Sie Komplimente über Ihr Aussehen. Fragen Sie sie, ob sie etwas trinken möchten. Oder bieten Sie ihnen einen Snack an. Finden Sie heraus, wie sie sich fühlen und schätzen Sie ihre Stimmung ein. Vermitteln Sie ihnen den Eindruck, bereits zu Hause zu sein und zur Voltec-Familie zu gehören. Studien zeigen, dass der Einstieg mit dieser Methode die Chance auf einen Verkaufsabschluss um mehr als 28% erhöht. Schritt 2. Einführung. Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Vertrauen gewonnen zu haben, erläutern Sie die Vorteile des Lebens in einem Vault mittels der Informationen aus unserem Paket. Ein besseres Leben im Untergrund. Sollten Sie immer noch zögern, belästigen Sie sie nicht und wenden Sie auch keine aggressiven Verkaufsmethoden an. Unsere Studien zeigen, dass dieser übermäßig aggressive Ansatz die Bewerber normalerweise abschreckt und sie nicht mehr gewillt sind, ihnen zuzuhören. Falls Bewerber sehr skeptisch sind oder sie etwas in die Waagschale werfen möchten, lassen Sie sie einen Blick in die Broschüre Die Geschichte der Strahlungsverbrennung oder Mutation, auch Sie können betroffen sein, werfen. Okay. Schritt 3. Integrierung. Sie konnten den Bewerber also zu einer Unterschrift bewegen? Gut gemacht. Jetzt ist es an der Zeit, ihn durch den schnellen und einfachen Bewerbungsvorgang zu führen. Holen Sie folgende Formulare aus dem Ordner Neue Bewerber Gesundheitsformular GZ089 Haftungsverzicht TR17 Formular für letzten Willen und Testament LM222 Vereinbarung über Voltec Staatsbürgerschaft DB104 Rechnung für Organspenden XM003 Psychologische Überprüfung HW660, Vereinbarung über die Durchführung intimer Beziehungen, KY269, Satzung über Rechtewiderruf, PLK 575 und das Formular zur Familiengeschichte FQS010. Diese werden jeweils in fünffacher Ausfertigung benötigt. Legen Sie das hellgelbe Exemplar in die Ablage Firma, das zitronengelbe Exemplar in die Ablage Lokal, das kanariengelbe Exemplar in die Ablage Gesundheit, das goldfarbene Exemplar in die Ablage Versicherung und händigen Sie dem Bewerber das gelbe Exemplar aus. Als ob das funktioniert hätte. Die sind ja alle gelb, Leute. Was? Legen Sie die Exemplare nicht in die falschen Ablagen, da der Vorgang sonst wiederholt werden muss. Oh, ich liebe diesen Humor. Ich lieb's gerade so. Geil, echt super. Über dieser ganze Vault ist totaler Quatsch. Steck mal eine Kontrolle über irgendwas unter die. Ja, das hast du eben schon erzählt. Ist ja witzig, ey. Kontrolle über irgendwas unter die Erde. Für mich war dieser ganze Vault totaler Quatsch. Steck mich ohne Kontrolle über irgendwas unter die Erde. Für mich war dieser ganze Vault totaler Quatsch. Steck mich ohne Kontrolle über irgendwas unter die Erde. Für mich war dieser ganze Vault totaler Quatsch. Guck dir das an. Steck mich ohne Kontrolle über irgendwas unter die Erde. Das kann da schon passieren. Setz dich mal hin. Ich glaub, dir geht's nicht gut, Cage. Ich glaub, dir geht's nicht gut. Sag es mir einfach. Ja, aber setz dich mal eine Runde hin. Chill mal. Was war das denn? Kerne! Oh.
Und noch mehr zu lesen. Oh, wir haben alle? Tatsächlich. 6 von 6. Hervorragend. Oh, ein Globus. Ein gut erhaltener Globus. Und ein Telefon. Ist alles gut. Alles guter Loot. Gut. Oh, und Voltec-Anschlüssel hatten wir schon, aber ist nicht so schlimm. So, Betriebsterminal, was... Oh, fucken Scheiß, ich kann nichts mehr tragen. Hallilalilalio. Ich leg was ab. Ich könnte jetzt eben Gage holen und... Ja. Aber ich habe keinen Bock, Gage zu holen. Biometrischer Scanner, das ist... Was haben wir denn da? Nukleares Material. Ach komm. Ciao. Ja, ja, automatisch speichert von mir. Scheiße, hat das nicht gereicht? 2! Der Globus, ne? Na gut. Na gut, ist mir egal. Ist mir egal. Wo geht's denn hier hin? Okay, hier geht's irgendwo noch anders hin. Erstmal Betriebsterminal benutzen. Tagebuch. Ach, noch mehr zu lesen. Okay. Jay Hodgson, Betriebstechniker. Ach, der von dem hatten wir eben gelesen. Tagebucheintrag, 16.01.77. Heute ist mein erster Arbeitstag in der Voltec-Ausstellung. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in Nuka World arbeiten würde. Naja, das kann man auch kaum Arbeit nennen. Ich muss nur dafür sorgen, dass hier nichts auseinanderfällt. Die Techniker sind glücklich und manchmal leiten sie ein paar Führungen an. Außerdem verdiene ich doppelt so viel wie im Büro in Washington DC. Einer der Jungs aus Nuka Galaxy meinte, dass die Mitarbeiter nach Betriebsschluss des Parks mit den Attraktionen fahren dürfen. Also werde ich mir das nachher wohl mal anschauen. Ha, süß. 19.02.77. Ich habe einen Schreck gekriegt, als dieser alte Mann nach dem Rundgang durch die Ausstellung zusammengebrochen ist. Ich dachte erst, er hätte einen Herzinfarkt, aber Dr. Bateman meinte, das wäre nur ein Hitzeschlag gewesen. Eine ganz schön seltsame Ausrede, da wir die Temperatur in der Ausstellung dauerhaft auf 22 Grad halten. Ist das vielleicht für alte Leute zu warm? Bei der nächsten Besprechung werde ich das mal ansprechen. Mach es nicht! Sprech es nicht an! Es wird dir... Es ist fatal. 20.04.77. Wieder mal ein ziemlich seltsamer Tag. Dr. Bateman hat sich schon wieder aus dem Beobachtungsraum ausgesperrt. Ich habe ihm gesagt, dass er einen Ersatzschlüssel in den Spind legen sollte, damit er ihn beim nächsten Mal nicht vergisst. Er hat mich abgekanzelt und ist dann einfach rausgegangen. Ich weiß nicht warum, aber das alles hat mich sehr, sehr wütend gemacht. Ein paar Minuten später hatte ich schlimme Kopfschmerzen. Vielleicht stimmt was mit dem Lüftungsfiltersystem der Ausstellung nicht. Ah, okay. Scheiße. Mal sehen, was da noch kommt. 23.04.77. Was zum Teufel ist hier eigentlich los? Ich weiß nicht, ob irgendjemand an einem Terminal rumspielt, an meinem Terminal rumspielt, oder ich den Verstand verliere. Ich kann mich nicht daran erinnern, den letzten Tagebucheintrag darüber, dass ich wütend wurde und Kopfschmerzen hatte, überhaupt geschrieben zu haben. Mir geht es seit Wochen absolut blendend. Vor ein paar Minuten kam Dr. Bateman und sagte mir, wie aus heiterem Himmel, dass ich aufhören sollte, während der Arbeit Alkohol zu trinken. Ich rieche zwar ein bisschen nach Whisky, kann mich aber nicht daran erinnern, welchen getrunken zu haben. Vielleicht brauche ich Urlaub oder ich muss mal zum Arzt gehen. 30.05.77. Okay, jetzt reicht es mir. Eine Frau ist gerade durchgedreht und schreiend aus der Ausstellung gelaufen. Einen Tag zuvor hat so ein Typ sich einfach komplett ausgezogen und sich so verhalten, als ob es das Normalste auf der Welt wäre, bis die Sicherheit ihn abgeholt hat. Das noch Schlimmere ist, ich habe andauernd Nasenbluten und Kopfschmerzen. Ich vergesse immer wieder Dinge und verlege Sachen, die ich eigentlich nicht verlieren dürfte. Dr. Bateman meinte, es hätte wohl was mit dem Stress oder der Angst vor dem neuen Job zu tun. Aber mal ehrlich, Nasenbluten und Gedächtnisverlust durch Angst vor dem Job? Geht's noch? Tja. Wer von euch beiden war das? Auf jeden Fall ist hier irgendjemand, seid ihr alle gestorben. Ah, tut mir leid. Oh, Caps. Sauberes Kleid brauche ich nicht. Voltec-Beobachtungslaborschlüssel? Was war das? Wer ist da?
Wie viele sind das bitte? Oder ist das nur der eine hier? Was habe ich denn so? Nöd. Das ist Öl auf dem Boden. Ich muss aufpassen. Na. Ach. Hier unten sind wir jetzt. Das sind keine düsteren Wunder. Uff, ficken. Ihre Kolonie bietet wunderschöne Gemeinschaftsbereiche. Nein. Fuck. Okay. Wo ist denn der zweite? Ist der auch da? Es sind drei Stück? Kommt mal alle zusammen. Boah, ich liebe das Ding, ne? Ich habe nur nicht mehr viel Muni dafür. Aber das macht hier schon echt Sinn. Nein! Da war ja was! Kacke! Habe ich alle platt gemacht? Offensichtlich. Ist das... Okay, scheiße. Das sind alles wirklich Mods, die ich da mit mir rumschleppe. Das muss ich ja nicht machen, ne? Guck mal. Ich muss ja jetzt nicht alle mitnehmen. Verstehe. Ich glaube auch, wenn ich die einmal angepackt habe, dann habe ich die, Da kann ich die herstellen, oder? Und das sind keine düsteren. Ja. Ich glaube, ich muss die nicht alle mit mir rumschleppen. Schon wieder sowas. Entspannen können. Na gut. Ja, wir haben ja alle, Bitte? Ach so, das ist der drüben. Mhm. Boah, was? Na gut. Okay. Ach so, hier waren ja noch was zu lesen. Hier war ja noch was zu lesen. Wofür habe ich denn jetzt den Schlüssel gebraucht? Ich bin ja jetzt hier überall hingekommen, oder? Gibt's hier noch irgendwo was Geheimes? Da ist nur eine Wand. Davon da oben sind wir lang gelaufen? Nö. Gut, dann wollen wir noch mal in diesen anderen Terminals hier reingucken. Oh, die Quantum mitnehmen. Beobachtungsterminal Experiment 2 und 4. Gibt's noch mehr? Haben wir welche übersehen? Haben wir eins und drei übersehen? Vermutlich. Ich will mal reingucken. Oh, noch mehr zu lesen. Na gut. Tagesbeobachtung 09HJ900. Die Technik hat die Frequenz auf den Emittern der unterschwelligen Botschaften gestern ein wenig erhöht und wir versuchen, die Auswirkungen zu ermitteln. Ehrlich gesagt kann ich keinen nennenswerten Unterschied feststellen. Wir verwenden die Holoband-Botschaften der Stufe Blau. Einfache Sache wie »Nimm deinen Hut ab«. Es juckt dich an der Nase, zwinkere ein paar Mal mit den Augen und ähnliches. Die Frequenzsteigerung sollte das Spektrum erweitern und mehr Personen erfassen, aber seit 6 Stunden hat sich an der Anzahl nichts verändert. Morgen probiere ich vielleicht die Holobänder Stufe Orange aus. Okay. 09HJ907. Die Holoband-Botschaften der Stufe Orange waren der Schlüssel. Je besorgter das Objekt auf die Botschaft reagiert, desto anfälliger ist es für die ausgestrahlte Frequenz. Das ergibt für mich keinen Sinn, aber Dr. Bateman scheint anzunehmen, dass es etwas mit der Neigung des Subjekts zu tun hat. Zu kämpfen oder zu fliehen? Bei einer Botschaft niedriger Stufe stellt sich die Frage des Kämpfens und Fliehens nicht. Es werden also keine chemischen Stoffe im Körper freigesetzt, wie zum Beispiel Adrenalin. Der Ton, den wir mit Botschaften des Emitters spielen, bewirkt die Freisetzung von Endorphinen. Dr. Bain
Bateman ist der Meinung, dass die gleichzeitige Freisetzung von Endorphinen und Adrenalin einen chemischen Effekt bewirkt, der das Subjekt dazu bringt, unbewusst mehr zu wollen. Beinahe wie bei Drogensüchtigen. Faszinierend. Okay. Ich bin heute mit Stufe Orange ein wenig zu weit gegangen. Ich bin mir sicher, dass die Botschaft "Schubse den Besucher vor dir" bis zu der Frau durchgedrungen ist. Und sie hat ja genau das getan. Nur leider war die geschubste Frau ziemlich nachtragend und fing eine Prügelei an. Ich musste den Alarm auslösen und die Sicherheitsleute haben die beiden dann entfernt. Dr. Bateman wies mich an, vorerst mit Stufe Blau weiterzumachen, bis sich die Lage wieder beruhigt hat. Das wird höchstens ein paar Tage dauern. Ich bin ehrlich gesagt froh über den Wechsel. Stufe Orange macht mir irgendwie Angst. Und noch mehr Angst macht mir, dass es sogar noch Holobänder der Stufe Rot gibt. Ich habe sie noch nie verwendet und hoffe, dass es auch nie dazu kommen wird. Na, mal sehen, was hier jetzt steht. Ich bin jetzt seit fast einer Woche auf Stufe Blau und ehrlich gesagt wird es allmählich langweilig. Ich habe beschlossen, für eine Weile das Holoband Stufe Orange einzulegen und abzuwarten, was passiert. Daraufhin erlebte ich die mit Abstand erfolgreichste Stunde der Woche. Es gab diesmal zwar keine Schlägerei, aber ich habe einen Typ dazu gebracht, die Nuka-Cola eines anderen zu trinken, eine Frau einem Mann den Geldbeutel aus der Tasche klauen zu lassen und einen Kerl eingeredet, dass er sich in die Hose machen muss. Das ist einfach fantastisch. Nun, ich schicke dieses Band und die verwendete Frequenz zum Hauptquartier, damit es dort weiter untersucht werden kann. Hei, hei, hei. Na gut, was steht hier noch so? Experiment 4. Beobachtung 07HJ902. Dr. Bateman hat vorgeschlagen, die Theta-Strahlung im Reaktorbereich zu testen und den Effekt auf die Besucher zu beobachten. Im Gegensatz zu normaler ionisierender Strahlung soll Theta-Strahlung keine dauerhaften körperlichen Auswirkungen haben und fast ohne Verzögerung anschlagen. Es ist ziemlich lästig in Sachen Arztberichte und Nachbehandlungen der Besucher, teilweise Monate nach dem Verlassen des Parks auf dem Laufenden zu bleiben. Daher dürfte das eine willkommene Abwechslung darstellen. Ich klettere heute Nacht in die Kammer und wechsle den Kerndämpfer selbst aus, damit alles Dr. Batemans Spezifikation entspricht. Nächste tägliche Beobachtung. Anscheinend hat die Theta-Strahlung bei geringer Stärke genau die von Dr. Bateman vorhergesagten Auswirkungen. Die Leute werden müde. Es wird ihnen ein bisschen schwindelig. Sie wirken zwischendurch abwesend. Manchmal reden sie fahrig. Der Effekt hält vielleicht maximal 5 Minuten an, was unsere Erwartungen übertrifft. Ich werde alles weiter beobachten und aufzeichnen. Morgen früh schicke ich als erstes alle Daten an das Vault-Tech-Hauptquartier. Nächste tägliche Beobachtung. Ich beobachte die Auswirkungen der Theta-Strahlung jetzt seit fast 4 Tagen und bekomme eigentlich keine neuen Datenpunkte mehr. Ganz ehrlich, im Kontrollzentrum ist es langweilig, aber da Dr. Bateman mir ständig im Nacken sitzt, kann ich nicht mal die Füße hochlegen. Ich starre buchstäblich stundenlang auf dieselben Daten. Am Anfang war das ja noch in Ordnung, aber mittlerweile nimmt mich das echt mit. Ich wünschte, Dr. Bateman würde mir erlauben, die Theta-Strahlung hochzudrehen. Allerdings meinte er, wir bräuchten langfristige Beobachtungen bei konstanter Stärke. Ich verstehe nicht, warum ich nicht an den Einstellungen rumspielen darf. Verdammt, selbst Längsten, der direkt hinter mir sitzt, hat Spaß mit den Holobändern und probiert verschiedene Sachen aus. Naja, egal. Ja, na gut. Dr. Bateman hat mich nach einem Nickerchen an der Konsole aufgeweckt und mich angebrüllt, weil ich bei der Arbeit eingeschlafen bin. Ich konnte mich nicht mal daran erinnern, aber dann kam mir was in den Sinn. Also was wäre, wenn Dr. Bateman die Theta-Strahlung auch hier eingeleitet hätte? Ja, dann wäre ich doch eine perfekte Langzeitversuchsperson, oder? So sieht's aus. Fast eine Stunde lang habe ich alle Wartungstafeln aufgerissen, bin aber nicht darauf gekommen, wie er es anstellt, wenn er es anstellt. Allein schon der Gedanke daran macht mich richtig sauer. Ach, guck mal. Mir reicht es mit diesem Mist. Ich weiß nicht, ob Langston oder Bateman mich manipulieren, aber ich habe das Gefühl, einer der Besucher der Ausstellung zu sein, der von jemandem beobachtet wird. Die Lösung des Problems? Ich versperre die Türen und lasse niemanden rein.
wenn ich den ganzen restlichen Oktober allein hier drin verbringen soll, bitteschön. Und falls Bateman versucht, die Tür per Überbrückung zu öffnen, wartet schon meine hübsche kleine 10mm Pistole darauf, endlich mal ein bisschen ballern zu dürfen. Überhaupt nicht aggressiv. Ich weiß nicht, ob ich unter Verfolgungswahn leide. Eventuell. Opfer meiner eigenen Experimente geworden bin oder was zum Teufel auch immer hier los ist. Längsten ist heute hier reingerannt und hat irgendwas davon erzählt, dass die Bomben fallen und der Vault versiegelt werden soll. Ah, er hat gar nicht mehr aufgehört rumzubrüllen, bis mir schließlich der Kragen geplatzt ist. Ich konnte es nicht mehr länger aushalten und habe ihn erschossen. Ach du Scheiße, okay. Ich habe ihn wirklich erschossen. Ich wollte den Kontrollraum verlassen, aber wir sind eingesperrt. Sind wir das wirklich? Ich weiß nicht mehr, was real ist und was nicht. Ich habe die ganze Zeit Kopfschmerzen. Mir wird andauernd schwindelig und ich schlafe ein. Ist die Welt verschwunden? Hat Längsten gelogen? Oder die Wahrheit gesagt? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht ist es an der Zeit, das zu beenden. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Ach stimmt, Experiment 5 war ja Experiment 1 bis 4. Nur an den Mitarbeitern, und da stand Gunner auch bei. Er ist das auf jeden Fall. Hier ist nämlich auch die Pistole. Hoi, 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 hoi. Ja, übel. Übel, übel. Jetzt hätte ich aber gerne die anderen Experimente-Dinger-Terminals noch gelesen. Aber die sind hier nirgendwo mehr, ne? Betreten Sie Ihre ja. Ich will nochmal eben schauen. Was war hier in der Ecke noch? Auch nichts. Hier kann man auch nichts lesen. Dass ihre Kolonie jeder Herausforderung trotzen kann. Ein spannendes neues Abenteuer erwartet sie. Hunderte von Kolonien der gesamten Galaxis. Das sind alle angestellten Dinger hier. Den Terminal haben wir ja gelesen. Na gut. Es hätte ja sein können. Moment, wo bin ich hergekommen? Nein. Wo bin ich hergekommen? Und das ich war sind da keine unten. Düsteren Bunker. Kann ich runterspringen, bitte? Ihre bitte? Kolonie Danke. Bietet wunderschöne Gemeinschaftsbereiche, in denen sie sich wie so. Auf der Erde entspannen können. Hier sind wir hergekommen. Hier waren wir. Ja. Gut. Haben wir alles. So, Gage, geht's dir besser? Oder bist du noch ein bisschen gaga? Alles cool? Das sieht so cool aus. Ich lieb sowas. Hier war auch nichts mehr, ne? Hier haben wir nämlich nicht so richtig geguckt. Mach eine Nuka-Cola, okay. Hä, was ist das für ein Geräusch? Hier wird wahrscheinlich auch das Gas reingeströmt, ne? Oh, guck mal, doch ein bisschen Loot noch. Das war so klar! Ach, wir haben doch gar keine Nuka-Cola getrunken. Oh! Oh, 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 oh. Dann machen wir das doch mal. Mir beinahe die Tradition gebrochen. Ja, die nehme ich jetzt aber nicht noch mit. Die wilde Nuka-Cola. Alles klar. Das ist auch, der führt auch nur dahin, wo wir eben waren. Dann haben wir hier alles, ne? Ich hoffe, wir haben jetzt nicht irgendwo was... Untere Ebene. Wir haben nicht irgendwas verpasst. Hier haben wir noch so einen Automaten. Medaillons. Moment, Medaillons? Parkmedaillons-Automat. Das ist gut, dass ich da jetzt nochmal geguckt habe. Oh. Hier ist sonst auch keiner mehr drin, ne? Nee. Ha, hätte ich beinahe übersehen. Und hier ist noch ein Schlüssel. Nochmal Angestellten-Schlüssel. Ja gut, okay, die hätten wir also. Wir hätten auf jeden Fall mindestens einen Schlüssel von den Angestellten gehabt. Alles klar, dann gehen wir im Eingang, nee, im Ausgang raus. Perfekt. Du darfst wieder mitkommen. Aufgepasst. Ja. Folgt mir. Zu mir. Wir können wieder gehen. Ich hoffe... Das war's schon? Das war's schon, ja. Die Folge ist ja wohl jetzt schon lang genug, ne? So, dann gehen wir wieder raus.